Servus Leute und herzlich willkommen jetzt zu einem kleinen Update-Talk. Ja, wir sehen hier Ports Update 1.18. Wir waren gestern mit Steffen Zauberküche und Mu essen. Deswegen konnten wir das Update nicht sofort verarbeiten. Kuss nochmal an Zauberküche und Mu auf jeden Fall. Aber jetzt schauen wir uns das mal an. Ich habe nämlich vorhin ein Video gesehen von einem englischen YouTuber, der Ports Content macht. Und der hat Eagle Eye gespielt. Es sah komisch aus und da würde ich ja gerne jetzt mal drüber gehen, was hier genau passiert ist. Ja, wir sehen hier schon erstmal ein paar Grafik-Updates. Gab es anscheinend, dass man jetzt Weihnachtskugeln schießt, dass die Nodes wieder wie Weihnachtskugeln aussehen. Ist nett, ist nett. In dem Video, was ich gesehen habe, hört sich das aber auch anders an. Also die Schüsse hören sich anders an, beziehungsweise gleich. Es soll wohl schwierig sein, 20 mm und Canon zu unterscheiden. Könnte für das kompetitive Spielen schwierig werden. Für den Multiplayer, für den Random-Spieler natürlich trotzdem erste Sahne. Dass da mal was Geiles Winterliches kommt. Das appreciaten wir auf jeden Fall außerhalb des Ranked. So, und hier kommen wir dann zur interessanten Stelle. Commander Balance Changes. Lass uns das doch mal ansehen. Geht los mit Gürteltier. Warum nicht? Pastor. So, Door Opening Speed increased from plus 200 to plus 200% in der Passiven. Das ist wild. Also das heißt, dass die Tür, wie man jetzt hier in der Grafik sieht, bei Armadillo jetzt noch schneller arbeitet als vorher schon. Ne? Vorher war sie schon doppelt so schnell wie eine normale Tür. Jetzt ist sie dann plus 200% schneller, also dreimal so schnell. Und das könnte tatsächlich eine Menge ausmachen, um ehrlich zu sein. Gerade wenn man in einer festgefahrenen Situation ist und nur der Door-Snipe aus der absoluten Hölle einen da irgendwie rausholen kann, dann könnte das relevant sein, dass man quasi seine Tür gar nicht mehr offen lassen muss, sondern man sagt halt einfach, okay, ich höre einfach nur hin, wann öfter Gegner seine Tür und da ich eh so schnell aufmachen kann, ist es egal. Und das könnte ein Impact sein, bin ich ehrlich, dieser kleine Punkt schon, weil im Moment ist es ja so, dass wenn man auf den Door-Snipe geht und oder der Gegner geht auf den Door-Snipe oder versucht zumindest und die hört das dass eine Tür aufgeht, aber nicht wieder zugeht, dann könnt ihr mit dem Sniper natürlich einfach mal die Türen nacheinander durchgehen und gucken, wo ist denn die Luke auf. Ne? Kann man sich jetzt sparen, ist krass, finde ich aber noch nicht, finde ich gut. Ne? Gürteltier wird wenig gespielt, hat an sich gute passive Fähigkeiten, wie ich finde, aber war im Ranked keine Meta. Ne? So, Energy Shields Reflect Incoming Projectiles. Ah, weiß ich nicht, ne? Kennen wir ja von Scattershot, die Geschichte. Feier ich nicht. Das hat nämlich einen Grund. Denn damit kann Armadillo alles mit einem Schild abwehren, was da immer auch reinkommt. Ne? Abgesehen jetzt von Swarms, okay. Ich finde das eine gute Mechanik an sich, dass ein Cannon ein Schild rausnehmen kann. In der Regel geht man ja auf Tech 2 und dann erst später auf Rockets oder Nukes. Also irgendwas, was dann die Schilde noch rausnehmen könnte. Und man hat dann quasi im Early Game keinen Zugriff auf die Windräder des Gegners, wenn er die eben hinter einem Schild platziert. Sprich, man kann den Windflow des Gegners nur sehr, sehr schlecht stören. Aber wie sich das genau auswirkt, das werden wir sehen. Ich finde es bei Scattershot schon krass, dass es dann, ich sag mal, so ein Bonus schon ist zum Scattershot. Ich meine, Scattershot ist OP, war OP, ist sich jeder ein, ich brauche nicht drüber eingehen. Aber ja, diese Fähigkeit ist interessant. 20% Reduction in Shield Run Costs Removed. Kann jetzt sein, dass ich den Satz nicht ganz verstehe. Ich schätze mal, dass Schilde 20% weniger Energie ziehen, während die an sind. Ist okay, finde ich auch stimmig. Armadillo ist ja dafür da, dass man günstiger sich Panzerung zulegen kann. Deswegen, ein vernünftiger Schritt kann ich nicht haten. Shield Build and Repair Bonus Removed. Ja, da wird dann quasi nochmal gesagt, okay, vielleicht sollten wir ein bisschen was rausnehmen, ne, dass das halt nicht zu OP wird. Aber insgesamt ein schlüssiges Konzept. Doch, weil ich Gürteltier, vielleicht wird es öfter gespielt. Mal sehen. So, Eagle Eye ist der nächste Kandidat auf der Liste. Da bin ich mal gespannt. Was sehen wir denn hier? Reload Banking. One fully loaded weapon charges. Banket Reload. Banket Reload Icon appears on the weapon. Weapon fires as normal and swiftly reloads with Banket Reload. Banket Reload is fired. Icon is removed. Weapon reloads as normal and continues to step 1. Medium to heavy weapons reload rapidly once after waiting for reload cycle plus 20%. Ey, warte mal. Passive. Also, warte mal. Also, das bedeutet im Grunde, das wird sich mit dem decken, was ich im Video gesehen habe, dass man jetzt mit Medium und schweren Waffen zwei Schüsse kurz hintereinander schießen kann, wenn man diesen zweiten Schuss vorher durchlädt. Ich kann eine Cannon bauen. Diese Cannon kann ich dann zweimal laden lassen. Beim zweiten Mal dann anstatt mit 20% Verzögerung. Und dann kann die zweimal kurz hintereinander schießen. Als Passive. Das finde ich wild. Warum finde ich das wild? Ich würde fast sagen, okay,
Ja, wie soll ich das sagen? Im Grunde ging es dann bei einem Cannon darum, oder bei einem Cannon Rush ging es immer darum, dass man möglichst schnell zwei Cannons aufs Feld bekommt, dass man eben zweimal diesen Schuss anbringen kann. Ihr wisst es, ein Cannon-Schuss macht eine Tür kaputt und eine halbe. Zwei Cannons machen dann drei Türen kaputt. Zwei Cannons und drei kaputten Türen beim Gegner, dann ist die Waffe meistens frei von ihm und man kann die wegsnipern. Wenn man sich diese Zeit spart, wo man dann zwei Cannon-Schüsse hat, der nur darum geht, man baut ja nur zwei Cannons, um zweimal diesen Schuss anbringen zu können, kann man sich ja jetzt sparen. Man sagt sich jetzt, ey, warum soll ich mir denn die Build-Time von zwei Cannons antun, wenn ich dann einfach Eagle einnehmen kann? Ich baue eine Cannon, baue dann lieber meine Base ein bisschen besser auf und kann trotzdem zweimal diesen Schuss anbringen. Das ist krass, weil auch wenn das Nachladen beim zweiten Mal um 20% verlängert wird, ist es trotzdem erheblich kürzer als die Bauzeit von einer Cannon. Also das bedeutet unterm Strich, man bekommt zwei Cannon-Schüsse nacheinander viel, viel schneller raus, als wenn man konventionell auf zwei Cannons waschen müsste. In der passiven. Und das finde ich jetzt schon OP. Wie gesagt, weil einfach diese Zeit für Double Cannon Rush, die ist damit so rapide gesunken, dass man sich ernsthaft fragen muss, kann der Gegner überhaupt seine Waffen, wenn er dann zwischen mehr als eine baut, angenommen er geht vorher Plasma oder so, kann er dann überhaupt entsprechend sechs Türen einziehen auf die Schnelle, bevor man da zwei Cannon Shells abbekommt? Und ich glaube nämlich nicht. Weil, beziehungsweise die Meta müsste sich ändern, weil im Moment ist es ja so, dass man plays seine Cannon, dann geht man auf Core Defense, beziehungsweise macht die Base ein bisschen mehr stable und dann zieht man normalerweise erst die Türen ein. Das ist halt schwierig, finde ich, weil im Moment, würde ich sagen, sieht es so aus, als bräuchte man auf jeden Fall immer sechs Türen vor seinen Waffen in Rekordzeit. Das heißt, man müsste dann irgendwie bei der Core Defense oder wo auch immer sparen, aber das kann der Gegner ja aussehen und er hat ja trotzdem zwei Cannon Shots, die er dann auf den Kern schießen kann. Wild! Wild, wild, wild. Wir werden das natürlich in den kommenden Tagen mal antesten, wie das dann aussieht. Aber das wird verheerende, verheerende Wirkungen auf die Record-Meter haben, finde ich. Was hat er denn noch? Extra MG Rounds, Move to Active. Okay. Increased Aiming Arcs removed. Okay. Laser Sights can be toggled with by default. Okay. Also ansonsten, nichts Nennenswertes passiert, würde ich mal fast sagen. Außer eben dieses Zweischuss-System, was ich krass finde. Jetzt darf man auch nicht vergessen, Eagle Eye ist so ein kleines Reizthema, finde ich, in der Community. Für den Normal Player, ja, in der normalen Multiplayer-Lobby, ist Eagle Eye quasi ein Meme. Ne? Der normale Spieler wird sich denken, ey, was soll ich damit? Ne? Eagle Eye, der kann nichts und wer plays denn jetzt 7 Sniper auf einmal oder so. Aber die Leute, die im Ranked unter den Top 100 spielen, die werden vielleicht schon mal Bekanntschaft mit einem Eagle Eye Player gemacht haben. Man kann, wenn man weiß, wie man es einsetzt, wenn man deine Build Orders entsprechend anpasst, wenn man eine hohe APM hat, kann man diesen Commander auch jetzt schon, also vor dem Update, sehr, sehr stark, sehr, sehr gut einsetzen. Und es gibt Spieler, die teilweise in den Top 20 Rängen sind, die Eagle-Eye-Tactics fahren. Ne? Ist auch mal von der Map abhängig, zum Beispiel auf Pillars oder so, oder also auf Fehle. Da kann man sehr viele Sniper placen, bietet sich jetzt mehr an als eine andere Map. Aber ich will damit sagen, jemand, der wusste, was er macht, konnte Eagle-Eye schon immer gut spielen. Und diesen Leuten dann jetzt sowas noch mit an die Hand zu geben, ich meine, klar, es ändert die Meta, weil das bringt dann jetzt nichts mehr, unbedingt Sniper zu placen. Aber das kann man natürlich dann noch zusätzlich auch noch machen. Ne? Quasi Early Pitcher mit dem Sniper und dann noch eine Cannon rushen, weil man spart sich ja die zweite. Und das kombiniert, das ist insane, das ist huge. Ne? Ich frage mich halt nur, was das Ganze mit Eagle Eye zu tun haben sollte. Aber das ist dann so eine Kosmetikentscheidung. Wir schauen mal, was noch passiert ist. Firebird, okay. Was hat Firebird bekommen? Flaming Missiles, Moras and Rockets never expire. Finde ich okay. Hat folgenden Grund. Weil das eben stimmig ist zum Commander. Ich finde, es ist nicht wie bei Eagle Eye mit dem Zweischuss-System, sondern Firebird ist eben dafür da, um Feuer zu machen und ist dann irgendwie unlogisch, dass man den mit Feuer ausbremsen kann. Wisst ihr, was ich meine? Also das finde ich eine schlüssige Entscheidung. Doch, bin ich gut. Witzig ist natürlich jetzt hier, dass hier angedeutet wird, dass man das jetzt selber nutzen kann, ne? Dass man sich selber quasi seine Missiles anzündet oder was auch immer, oder seine Mörser, dass sie eben auch den Brandschaden hier im Fort machen. Interessant. Ist sehr interessant. Man konnte das ja vorher schon machen, musste dann aber ganz kurz vorher die anzünden, weil die sonst explodiert sind. Jetzt kann man die einfach schon ganz am Anfang anzünden. Würde ich mal spielen, doch. Also das würde ich mal ausprobieren. Scattershot. Oh, Scattershot. Trommelwirbel. Was haben die mit Scattershot gemacht? Wenn die den jetzt gebufft haben, ne? Ich weiß es nicht, dann... So. Active 20mm Cannon Fires 5 projectiles at a time. Spread can be determined by proximity of cursor to weapon. The closer it is, the greater the spread. Okay, es sind jetzt 5 Schüsse auf einmal. Nicht mehr, vorher waren es irgendwie
3x3, irgendwie sowas, 3x4, ich weiß nicht. Und jetzt hier 2x5, aber man kann den Spread selber variieren. Ob das jetzt was ausmacht? Alleine, ich habe noch nicht weitergelesen, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Active 20mm Cannon Spread now uniform and controllable slightly increased deviation. Ja gut, das ist ja quasi das gleiche, ne? Achso, hier der erste Satz auch. Jetzt 5 Geschosse statt 3. Projectile preview is proportional to shortest reactor separation. 20mm Cannon and smoke bomb not excluded from plus 1 projectile gain. Oh, okay. Das bedeutet, dass das normal 20mm anscheinend eine Schüsse mehr bekommt, genau wie die smoke bomb. That's wild. Das öffnet Möglichkeiten, ne? Also zumindest mit der Smoke Bomb. Jetzt kann man aber mal richtig was einsmoken, ne? Nicht mehr dieser Kindergeburtstag wie sonst. Interessant. Basso no longer has build cost increase. Oh, was? Wieso das denn? Also, ich fand es bei der Basso angebracht, um ehrlich zu sein, weil eine Scattershot Basso ist sehr, sehr stark. Also 5 von diesen Messern, das ist schon eine Ansage. Ich finde die sehr, sehr stark und deswegen finde ich es auch gerechtfertigt, dass die ein bisschen teurer war. Es war ja auch nicht die Welt, es war halt 275 statt 200. Metal. Fand ich eigentlich ganz okay, also hätte ich nicht rausgenommen. But it's not my game. Spricht erstmal für Scattershot. Der Punkt ist auf jeden Fall erstmal ein Buff. Energy Shield Reflection removed. Okay, das ist natürlich was anderes. Das heißt, dass jetzt nur noch Armadillo oder Gürtel hier jetzt neuerdings diese Fähigkeit hat, dass die Cannon-Schüsse an dem Schild bouncen. Okay, krass. Also das ist auf jeden Fall ein Nerf. Increased Attack Charge from 9000 to 11250. Englisch Masterclass. Increased Damage Charge from 2250 to 4500. Was heißt das? Ja, das wird sehr, sehr schwierig, hier die Aktive aufzuladen. Ne? Und das ist wichtig bei Scattershot, denn im Endeffekt, hands down, jeder spielt Scattershot mehr oder weniger für die Aktive. Natürlich ist der Bonus mit den Extraschüssen was Feines. Keine Frage, man kann auch damit spielen. Aber eigentlich spielt man nur mal 20mm und dann aktive Jallern. Deswegen, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Punkt, wo man angreifen konnte, Scattershot zu nerven. Earthrealm Gaming, Kuss. Das ist was Gutes. Double Shot Snipers moved von Passive to Active. Weiß ich nicht. Man kennt Scattershot Sniper. Zwei Schüsse auf einmal bedeutet im Endeffekt nichts anderes als, wenn der Spread der Schüsse günstig ist oder man nah genug am Gegner dran ist, ist der Feuerlaser mit einmal Mausklicken weggesnipert. Ne? Krasses Ding auf jeden Fall. Jetzt in der aktiven, weiß ich nicht, schwierig. Auch einfach nur aus dem Grund, dass man in der Scattershot aktiven eigentlich so viel zu tun hat, seine 20mm zu feuern. Dass man da eigentlich jetzt schwierig dann noch gucken kann, hat der Gegner gerade irgendwelche Weapon-Slots auf, ne? Andererseits, wenn man mit den 20ern jetzt Türen wegschießt, kann man direkt nachhalten, I see it. Aber so lange dauert ein Active auch nicht. Ist trotzdem ein Nerf und ein Scattershot-Nerf ist erstmal immer gut, ne? Da wollen wir jetzt mal ganz wertfrei bleiben. Und als letztes, Burst-Bonus reduced from 2 to 1 Projectile. Ja, heißt im Grunde, die Aktive hat sich in der Hinsicht geändert, als dass sie schwerer zu erreichen ist und dass die 20mm nicht mehr dieses gute, kranke Schussbild abgeben wie vorher. Ist es ein effektiver Nerf? Auf jeden Fall. Also Scattershot lebt ja von der Aktiven, wenn die später da ist, dann hat man schon eine Menge gewonnen. Der Rest ist so, okay, dass der Sniper jetzt nicht immer 2 Schüsse abgibt, ist auch okay, ist auch ein fetter Nerf an der Stelle. Bin ich mit zufrieden? Wird man sehen, muss man einfach mal spielen im Gameplay, weil Scattershot war halt schon hart OP, ne? Ob das dann jetzt hier reicht für den Balance, werden wir sehen. Shotgunner, okay. Shotgunner, Shotguns, Auto AA, Optional, Ability Added. Oh, nice. Heißt im Endeffekt Shotguns gehören jetzt zu Auto Anti-Air. Das ist krass, das ist nice. Explosive Barrel can store Metal and Energy. Das ist was sehr Schönes. Wenn man sich nämlich auf dieses Fass verlässt und man verliert quasi die Hälfte seiner Basis, Kern weg, dies, das, anderes, dann hat man irgendwie dann ein kleines bisschen Stolz noch über, ist nicht die Welt, aber man hat zumindest ein bisschen was. Explosive Barrel Cost Increase to 200 Metal. Ja, ist logisch, ne? Wenn man was lagern kann, erhöht sich der Nutzen, dann muss der Preis auch steigen, ganz einfach. Dafür ist die Batterie aber günstiger. Battery Cost Reduced to 105 Metal. Interesting. Gefällt mir gut. Ist es nichts Weltbewegendes, ist ein kleiner Buff, aber genau das braucht Shotgunner auch. Ein kleiner Buff, ne? Es wird wenig gespielt. Kommen wir zu einem Commander, der oft gespielt wird. Spook. Was haben die Spook angetan? Muss Steffen nach Earthquake Games fahren und da mal ein bisschen Druck machen, dass er seinen Commander wiederbekommt? Oder ist es alles halb so schlimm? Ich weiß es nicht. Wir schauen uns das mal an. Device Creation Notice is delayed by 30 seconds. Ey, ganz ehrlich, schauen wir jetzt mal, was ein Hardcore-Ranked Spook-Spieler dazu zu sagen hat. Wir rufen Steffen an. Ja. Jo, Steffen, ich wollte dich mal kurz zu deiner Meinung fragen. Das neue Commander-Update. Was hältst du davon? Es tut ein bisschen weh. Ich habe überlegt, auf Adlerauge zu wechseln. Also Sir wird jetzt Rang 1 werden, definitiv. Ja, es tut weh. Alles klar. Ja, Device Creation Notice bei 30 Seconds, das ist fatal. Warum?
Es gibt Sachen, die haben eine so geringe Bildtime, wie Mörser zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, ob 30 Sekunden ausreichen, um die dann zuverlässig vorher anzuzeigen. Großer Vorteil von Spook ist ja, dass man sich beim Placen der gegnerischen Waffe schon Gedanken um die Verteidigung machen kann. Das ist ja wirklich der Knackpunkt bei Spook. Ne? Ganz zu schweigen von der Active, dass man alles sieht, was der Gegner macht. Aber dass jetzt 30 Sekunden zeitverzögert ist, da kann man die eine oder andere Überraschung ankommen. Man sieht eine Bastion nicht mehr kommen, man sieht die Mörser nicht mehr kommen. Alles, was ein bisschen länger dauert, so grundsätzlich Tech 2 und so, das sieht man noch, keine Frage. Aber gerade bei Early Pressure wird das sehr, sehr interessant und da ist Spook dann auch nicht mehr viable. Du merkst die Waffen ja erst, wenn sie schon kommen. Ne? Und die Aktive ist dann noch nicht aufgeladen. Das heißt, es kommt einfach out of nowhere und du kannst nicht sofort nachgucken, was los ist. Riesen-Nerf. Hier auch nochmal, die Aktive wird auch nochmal nach oben gesetzt, dass sie nicht mehr so oft kommt. Zusätzlich wird interessant. Also Scattershot harter Nerf, muss man nochmal abwägen, wie es dann geworden ist. Und Spook einfach, finde ich, richtig krass genervt. Die Passive war ja schon fast besser als die Aktive, würde ich fast sagen. Und die ist jetzt einfach mal, ja nicht unbrauchbar, aber wie gesagt, bei allem, was nicht lange zum Bauen braucht, lässt sie dann jetzt im Stich. Das ist krass. Also Scattershot und Spook hat es schon hart getroffen, ne? Das ist schon krass. So, Warthog. Heavy weapons reload instantly on miss. Shooting down of projectiles doesn't count as missing. Okay, das bedeutet, wenn du jetzt einen Howitzer schießt, der Gegner nimmt den mit seiner Cannon raus, dann zählt das nicht mehr, als dass der Schuss nicht angekommen ist. Das war nämlich früher so, ihr habt einen Howitzer geschossen, Gegner hat den mit einer Cannon rausgenommen, ihr konntet sofort nochmal schießen. Gibt's nicht mehr. Ist so eine Sache, weil das war natürlich praktisch, ne? Weil ihr konntet den Howitzer schießen, wenn der Gegner dann keine Anti-Air hatte und das nur mit der Cannon rausnehmen konnte, konntet ihr direkt nochmal schießen, seine Cannon war im Reload, wenn er nicht auch gerade Warthog gespielt hat. Und dann ist der Howitzer angekommen, ne? Part W war jetzt nicht so die Meta, also ist nicht jeden Tag vorgekommen, aber haben sie rausgenommen, kann man machen. Auto AA Shotgun Ability Remove. Das ist ja jetzt zu Schockenau gewechselt. Was sollen wir sagen, ne? Änderungen halten sich überall in Grenzen. Armadillo, finde ich, ist fast schon der neue Geheimtipp geworden, um ehrlich zu sein. Eagle Eye ist komplett verloren. Das wird die Meta richtig aufwühlen. Was nicht schlimm ist, es wird für die kompetitiven Spieler vielleicht unangenehm werden. Eine Umstellung ist immer was Nerven kostet. Aber es ist nicht schlimm. Es erfrischt das Spiel, es ändert die Taktiken und wir sehen, was die Pros daraus zaubern. Scattershot und Spook, wie gesagt, natürlich schon lost. Ich würde sagen, das war der kleine Überblick über das Commander Balance Update. Wir werden uns in den nächsten Wochen ganz genau angucken, was das denn für Auswirkungen aufs Gameplay hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei sein wollt. Einfach ein Like und ein Abo da lassen. Da verpasst ihr nichts. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt fit und bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ciao, ciao.